Willkommen. Vor dem Start von WRC4 benötigen wir von dir noch ein paar Informationen. Willkommen! Mit diesem Tutorial erhältst du die Grundlagen, um den größtmöglichen Spiel- und Fahrspaß in WRC 4 erleben zu können. Dein Co-Pilot ist immer an deiner Seite und informiert dich über die nächsten Kurven und Hindernisse auf der Strecke. Die Symbole in der Bildschirmmitte zeigen dir die Richtung an. Farbe und Nummer des Symbols geben Auskunft über die Art und die Schwierigkeit der Kurve. Je kleiner die Nummer, desto enger ist die Kurve. Wenn der Co-Pilot die Pace Notes früher oder später vorlesen soll, kannst du dies über das Menü Optionen einstellen. Die Bildschirmanzeige links zeigt dein Etappenresultat an. Ein grün markierter Abschnitt bedeutet, dass du hier Bestzeit gefahren bist. Am Ende eines Abschnitts wird immer die Differenz zwischen deiner Zeit und der Bestzeit für diesen Abschnitt eingeblendet. Je riskanter der Fahrstil, desto höher das Unfallrisiko. Solltest du von der Piste abkommen, wird dein Wagen zurück auf die Strecke teleportiert. Möchtest du nachträglich einen Unfall vermeiden, einen Fehler korrigieren oder eine gefährliche Situation umgehen, kannst du die Rewind-Funktion nutzen. Dank dieser Funktion kannst du das Rennen ein paar Sekunden zurückdrehen und deinen Kurs korrigieren. Denke aber daran, nutze diese Funktion mit Bedacht, denn die Anzahl der Einsätze ist beschränkt. Jetzt kennst du die Grundlagen und bist bereit, in WRC 4 dein Können unter Beweis zu stellen.
Aber um die Nummer 1 zu werden, benötigst du Fahrpraxis, Einsatzwillen und einen klaren Kopf in heiklen Situationen. Erlebe mit WRC 4 alle Aspekte der offiziellen Weltmeisterschaft. Tritt in Schnellrennen und im Rallye-Modus an oder beweise dein Talent im Karrieremodus und hole dir den Weltmeistertitel. Fahre gegen deine Freunde spannende Multiplayer-Rennen, bei denen es auf jede Sekunde ankommt. Zur Unterstützung erhältst du über Mein WRC alle Informationen und Statistiken über deine Fahrerkarriere. Ohne einen Vertrag bist du kein echter Fahrer. Aber Nachwuchsfahrer werden nicht einfach so für eine ganze Saison verpflichtet. Du musst also schon zeigen, was du drauf hast. Hier findest du die Angebote interessierter Teams. Triff deine Wahl und mache dich bereit, dein WM-Debüt zu geben. Im Teamquartier kannst du in Ruhe die Daten für dein Team und dein Fahrzeug einsehen. Dabei hast du über deinen Laptop Zugriff auf die Teamkommunikation und die E-Mails deines Managers. Der Kalender informiert dich über alle anstehenden Events und über den TV kannst du den Stand der Meisterschaft kontrollieren, während du auf dem Tablet jederzeit brandaktuelle Neuigkeiten aus der WRC-Welt erhältst.
Rally gibt dir dein Team die Rennziele durch. Diese Ziele musst du erreichen, um deinen Ruf zu steigern, bessere Verträge zu bekommen und später dann in höheren Rennkategorien antreten zu können. Um erfolgreich zu sein, solltest du die Entscheidungen des Service Parks beachten. Über den Monitor links erhältst du Informationen über das Wetter und das Terrain der nächsten Etappen. Dadurch kannst du die Einstellungen deines Fahrzeugs perfekt an die Gegebenheiten anpassen. Wenn du für das Rennen bereit bist, steigst du einfach in den Wagen. Zu Beginn einer Rallye und zwischen den Renntagen kannst du alle Parameter individuell einstellen. Und am Ende eines Renntages musst du beschädigte Teile reparieren. Wähle dabei gut aus, welche Teile als erste repariert werden müssen, um nicht die wertvolle Zeit deiner Mechaniker zu vergeuden. Die Rallye-Strecke in Deutschland besteht zum größten Teil aus Asphaltpisten sowie einigen Offroad-Abschnitten. Die Fahrer müssen also eine ebenso präzise wie aggressive Fahrweise an den Tag legen, um diesen unterschiedlichen Untergründen gerecht zu werden. Dann links 3, dann rechts 3, sehr lang, 40, Vorsicht, Abzweigung rechts abbiegen, dann links 3, rechts 3, lang, Haarnadel links, Handbremse, in Haarnadel rechts, Handbremse, links 3, dann links 3, in rechts 3, und Haarnadel links, Handbremse, links 4, in rechts 3, links 3, dann rechts 3. Vorsicht, links 2. Abzweigung rechts abbiegen. Handbremse. Rechts 2. In links 6. Bodenwelle. 80. Links 3, dann rechts 3. Mittig halten. In links 4 und Haarnadel rechts. Handbremse. Haarnadel links. Handbremse. Rechts 3. Zaun innen. 40. Rechts 3. In links 3. Dann rechts 3. Vorsicht. Abzweigung links abbiegen. Handbremse. Rechts 4. Links 4. Vorsicht, Gefahr und rechts 2.
3, dann links 3. In rechts 2. Links 3, Abzweigung rechts abbiegen, Abbremse, öffnet sich. Links 4, dann links 3, dann rechts 3. Vorsicht, rechts 3, den Haarnadel links, Handbremse, dann rechts 3. Links 3, in rechts 3, links 3, Abzweigung links abbiegen, Abhang außen. Rechts 3, Haarnadel rechts. Dann A-Nadel links, Handbremse. Links 4, in rechts 3, Verengung. Rechts 4, Verengung. Dann links 3 und A-Nadel rechts, Handbremse. Rechts 5 und A-Nadel links, Handbremse. Links 3, in rechts 4, Verengung. Dann links 3 und links 3. Rechts 3, Vorsicht! Schikane links rechts, dann Haarnadel rechts, Handbremse. Links 3, dann rechts 3. In Haarnadel links, Handbremse. Vorsicht! Haarnadel rechts und Haarnadel links. Handbremse. 40. Rechts 3, in links 3. Rechts 3, in links 3. Ziel. In links 6. Rechts 6.
Dann links 2, Zaun aus. Abzweigung rechts. Hey, Vorsicht! Rechts 3, in links 3, mittig halten. Links 3, dann rechts 3, 40. Mittig halten. Sprung. Links 4. Rechts 4. Zaun aus. 40. Rechts 3. In links 3. Dann rechts 3. Vorsicht. Abzweigung links ab. Handbremse. Rechts 4. Schikane links rechts. In Haarnadel links. Handbremse. 40. Rechts 3, in links 2. Dann rechts 3, 40. In rechts 3. Schikane links rechts. Vorsicht. Abzweigung links ab. Variere aus. Rechts 4, dann rechts 3 und links 2. Dann rechts 6. In Haarnadel links, Handbremse. Rechts 3, dann links 3, 40 und rechts 3. Rechts 4, Schikane links rechts. Links 2, dann rechts 2. Links 2, Steine aus, dann Schikane links rechts. Links 6, in rechts 3, dann links 4, öffnet sich. Geschafft. Okay.